Hallo Forza-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu einer neuen Runde UBID, You Build, I Drive. Heute schauen wir uns mal einen kleinen Sportwagen an, nämlich den Porsche Cayman R vom Iceman. Ja, der Iceman ist, glaube ich, der einzige, mit dem ich noch nie zusammen gezockt habe, den ich halt auch irgendwie überhaupt nicht kenne. Aber so ein paar Jungs der GTCC-Liga haben gesagt, Mensch, der Iceman, der ist richtig groß, der kennt sich aus mit Design, er kennt sich aus mit Handling, also mit Fahrwerksabstimmungen und halt auch mit Motoren und mit Autos allgemein. Und wenn er dir ein Auto baut, dann ja, kannst du was Großes erwarten. Und mit dieser Einstellung bin ich halt auch an diese Testrunde rangegangen. Wie gewohnt werden wir uns das Auto jetzt erstmal ansehen, indem ich meine Digitalkamera schnappe. Und da kriechen wir mal um das Auto drumherum und schauen uns einfach mal das Design an, was er hier gewählt hat. Ja, der Cayman, das ist ja so ein Mittelding zwischen, ja, ein bisschen größer als ein Boxer, aber ein bisschen kleiner als ein 911er, also soll so dieses Mittelstück schließen. Der Iceman hat sich hier für ein schlichtes Design entschieden, hat so ein paar dezente Rennaufkleber draufgepackt, Martini Racing. War mal ganz groß in den 80ern, also wer die Sachen noch kennt, Martini Racing ist, glaube ich, Alpha, die sind in der DTM mit der Lackierung rumgefahren. Hier auch noch ein bisschen Werbung für einen Mineralölhersteller und auch der deutsche Porsche Club darf da nicht fehlen. So im Großen und Ganzen sah das Ganze ganz stimmig aus, Felgen hat er same-mäßig gelassen, da hat er nichts verändert, aber wir sehen ja schon am Abstand zu den Rädern, auf jeden Fall ist hier ein anderes Fahrwerk drin. Auch hat er sich passend zum Design für die Forza Spoiler entschieden. Also sowohl Front- als auch Heckflügel vom Forza wurde dran montiert. Und jetzt müssen wir erstmal wieder eine Strecke suchen. Ja, welche Strecke nehmen wir denn hier? Welche passt denn zu dem Auto? Boah, ich denke mal hier auf S-Klasse, da können wir schon was nehmen. Ja, Tsubuka ist jetzt nicht so mein Hit. Nehmen wir mal den Twin Ring Montegi Kurs. Ich denke mal, der ist ganz ansprechend für das Auto. Auch wenn er, ich meine, der Cayman ist ja ein relativ, ja, leichter Sportwagen. Und da wäre vielleicht ein Kurs mit mehr Kurven interessanter gewesen. Aber ich dachte mir, ja, wozu was Einfaches nehmen, wenn man auch was Schweres nehmen kann. Und wir wollen das Auto ja testen. Ne? Wir wollen ja hier nicht keine Bonuspunkte vergeben für nichts tun oder geradeaus fahren. Er ist ja auch nicht ans Limit gegangen. Also 689, da wären vielleicht sogar noch ein paar Felgen möglich gewesen. Aber vielleicht hat es auch seine Gründe, dass er die serienmäßigen Felgen draufgelassen hat. 20 Grad, angenehm warm. Da können wir uns nicht beschweren. Die Sonne strahlt in Japan. Der Witz ist mittlerweile ausgelutscht, oder? Gut, jetzt sehen wir auch schon den Start. Natürlich, ja, wenn wir in Japan sind, da haben wir die Größen der japanischen Szene wieder vor uns. Wir sehen hier einen Skyline. Wir sehen den GTR. Und ganz vorn wieder unser beliebtes Rallye-Fahrzeug, was uns ja schon in den letzten Rennen das Leben richtig schwierig gemacht hat. Ja, das Rennen ist ja relativ kurz. Ich glaube, 2 Runden oder so geht das Rennen jetzt insgesamt nur. Und so bleibt mir doch ein ganz klein wenig Zeit, auf das Auto ein bisschen einzugehen. Ja, der Cayman, ich habe mir wieder mal so ein paar technische Daten rausgesucht. Unter dem kleinen Heck, unter der kleinen Heckklappe, hockt ein 3,5 Liter Sechszylinder Boxermotor, der serienmäßig 243 kW auf die Hinterachse stemmt. Ja, der Iceman hat hier ein bisschen an der Leistungsschraube gedreht und hat hier 324 kW Maximum rausgeholt, was immerhin eine Steigerung von 80 kW sind. Das sind knapp 120 PS, also gar nicht mal so schlecht. Auch beim Drehmoment hat er ein bisschen was geändert. Aus den serienmäßigen 370 Newtonmeter hat er 460 Newtonmeter gezaubert, was ja immerhin auch eine Steigerung von, lasst mich rechnen, 90 Newtonmeter sind. 90 Newtonmeter, das ist auch nochmal eine ganze Ecke. Da hat er nochmal so einen kleinen Smart unter die Heckklappe mit runtergepackt. Aber Leistung ist natürlich nicht alles, wenn man die Leistung nicht auf die Straße bekommt. Und da, ihr seht ja auch schon so einen kleinen Schlenker. Der Cayman, das war eine richtig giftige Sau, muss ich ehrlich mal sagen. Weil, okay, das ist ein Mittelmotorfahrzeug, das heißt, er ist schon relativ giftig. Also, da muss man wirklich aufpassen, wie man aufs Gas geht, wann man aufs Gas geht und wie stark man auch aufs Gas geht. Weil, ja, er verzeiht ja wirklich keinen Fehler. Also, das ist immer so ein bisschen unberechenbar. Die 911er hingegen, die sind zum Beispiel ein bisschen harmonischer zu fahren, weil wirklich das gesamte Gewicht des Motors auf der Hinterachse liegt.
Also da kannst du eigentlich nichts falsch machen, weil, ja, wenn das Heck einmal kommt, das kündigt sich auch sehr früh an. Aber bei den Mittelmotorfahrzeugen, da ist nicht nur Porsche so drauf, da ist auch zum Beispiel Lotus, ist auch so ein Extrem. Wenn die Dinger mal kommen, dann richtig. Also dann musst du wirklich flott am Lenkrad oder am Controllerstick sein, dass du das Heck ganz schnell wieder einfängst. Dafür, wenn das Auto einmal Grip hat, dann ist er auch richtig, richtig schnell. Also da habe ich mich jetzt ins Heck geklemmt von dem R32, ist das glaube ich, Skyline. Ja, da hat sich doch einiges getan zum jetzigen GTR. Hier sehen wir auch wieder so einen kleinen Schlenker, der immer wieder, das Auto hat immer so ein bisschen probiert mit mir zu kämpfen. So nach dem Motto, ja guck mal, ob du schnell genug bist, mich abzufangen. Hier, das Renndesign, das passt eigentlich ganz gut zu dem Auto. Hätte ich gar nicht gedacht, weil das Auto ist ja nicht allzu groß. Aber auf den Cayman, ja, passt das drauf. Wir sehen auch hier im Innenraum, Überrollkäfig hat er sich dafür entschieden, um einfach die Karosserie noch steifer zu machen. Und der Klang, der hat mir richtig Spaß gemacht. Also da hat er einiges geändert, muss ich sagen. Ich denke mal, hier dürfte auf jeden Fall ein Rennauspuff oder sowas drunter sein, weil ja nicht nur der Kollege vor mir kann mit Flammen um sich werfen, sondern mein Porsche kann das genauso. Aber aus den Kurven raus muss man wirklich ein sehr feines Händchen haben, dass man hier nicht zu brachial oder also so 1 oder 0, also Vollgas oder kein Gas, kannst du nicht machen bei dem Auto, das geht einfach nicht. Aber da muss man sich halt auch erstmal dran gewöhnen. Hier die KI, die gammelt wieder manchmal in irgendwelchen Kurven ab, das ist auch furchtbar. Aber den kriegen wir doch noch, werden wir alles dafür tun. Und ich musste mich wirklich, also ich weiß nicht, wie viele Rennen ich da gefahren bin, aber ich glaube 3 oder 4, bis ich da endgültig mal irgendwie ein Händchen für das Auto hatte, wo ich dann sage, okay, jetzt kommst du langsam mit dem Auto zurecht. Und das ist aber auch das, was mir richtig Spaß macht, sich da an ein anderes, an eine andere Abstimmung ranzuwagen, die am Ende gar nicht für meine Vorlieben, nenne ich es mal, halt gedacht ist. Also muss man halt mal sich ein bisschen umstellen oder halt mal schauen, ja, wie hat er das Auto denn gestaltet? Wie hat er das Auto verändert? Oder welche Vorzüge hat das Auto? Also will es einfach ein bisschen mehr um die Kurven geprügelt werden oder mag es zum Beispiel hartes Anbremsen überhaupt nicht, weil das Heck relativ steif ist oder dann ein bisschen mitschwänzelt? Also da muss man sich echt dran gewöhnen. Aber da hat der Iceman so im Großen und Ganzen richtig gute Arbeit geleistet. Und jetzt geht es auch gleich schon über Start und Ziel. Und dann kann der Iceman schon mit Spannung, und du brauchst kein Taschentuch, keine Sorge, also so traurig wird das Endergebnis nicht werden. Wir werfen nochmal einen Blick. Ja, die Skylines sind auf der Strecke, die Japaner sind sofort da. Aber unser kleiner Cayman hat sich hier wacker geschlagen. Mal einen schönen Blick auf das Martini Racing Design. Und jetzt geht's zur Punktevergabe. Also Iceman, hör zu, mein Freund. Fürs Design vergebe ich dir 4 von 5 Punkten. Das Martini-Design, das war richtig, richtig schick. Das hat mir auch gefallen. Aber die Seiten waren mir eindeutig zu leer. Also wenn du mal bei Google schaust, bei Bilder und gibst nur Martini Racing ein, da findest du sehr viele Autos. Und da wirst du halt dann auch sehen, was bei deinem Porsche leider ein bisschen gefehlt hat. Motor 5 von 5. Also du hast nicht nur das Drehmoment verändert, sondern halt auch die maximale Leistungsausbeute, was PS-Zahl angeht. Und der hatte auch richtig Druck. Der war auch leicht aufgeladen, der Motor, was mir richtig, richtig Spaß gemacht hat. Beim Handling 4 von 5. Da muss ich sagen, das ist vielleicht eine Schwäche bei einem Mittelmotorfahrzeug, dass das Ding einfach so extrem giftig ist und wirklich ein sehr, sehr feines Händchen braucht. Also das ist nichts, um einfach mal radikal irgendwie in die Kurve zu gehen und dann richtig prügelhart wieder raus zu beschleunigen. Das mag das Auto überhaupt nicht. Aber ich denke mal, mit viel, viel Eingewöhnung kann man mit einem Auto auch noch deutlich schneller unterwegs sein, als wie ich es war. Insgesamt 13 von 15 Punkten. Und ich muss sagen, ja, du wirst deinen Ruf auf jeden Fall gerecht, weil das Auto war wirklich eine Freude zu fahren. Und gerade das Giftige, das kann auch Spaß machen, aber wenn man wirklich an die Grenze gehen will, dann ist alles, was so mitlenkt hinten, ja, teilweise ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, 13 von 15 Punkten, saubere Arbeit. Ich habe das Auto euch schon wieder zugeschickt. Und ja, bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Ciao, ciao, euer Tom Thompson.